Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Age of Mythology Retold hier in der Closed Beta. Über dieses Wochenende ist es möglich, das Spiel anzuspielen für Leute, die die Premium-Version vorbestellt haben. Und ich werde auf diesem Kanal einige Videos dazu machen. Nämlich unter anderem werden wir die Kampagne anspielen, den Fall des Dreizacks, da sind die ersten 5 Missionen spielbar. Und ich werde zusammen mit Utwin einige Multiplayer-Matches aufnehmen, welche dann im Laufe der nächsten Tage kommen werden. Ich würde sagen, wir labern gar nicht lange drumherum. Wir starten quasi in die Kampagne rein. Ich habe jetzt beim Schwierigkeitsgrad erstmal Moderate gelassen. Die Musik ist auch neu gemacht. Ich habe schon gehört, dass es alles neu produziert ist. Mega geil. Ich mag die Musik bei Age of Mythology Retold sehr. Und ich bitte zu entschuldigen, wenn ich ein bisschen glänze. Es ist einfach ultra warm. Ist auch bis jetzt noch alles auf Englisch. Das heißt, wir können keine deutsche Sprachausgabe jetzt erwarten. Ist ja klar, es ist noch eine Closed Beta, deshalb alles auf Englisch. Dieser Hinweis hier übrigens, der hier in der Mitte rumfliegt, ich kann den nicht ausschalten, der ist da. Da kann ich einfach leider nichts machen. Da müssen wir jetzt einfach gemeinsam durch. Wir starten. Die Omen. Das sieht schon geil aus, muss ich sagen. You cannot ignore the omens, Arcanthos. Lord Poseidon's displeasure is clear. We must help break the siege at Troy. Troops we send now will be lucky to arrive before the fight is over. Even if they do, their only task will be to show the banner of Atlantis, not the task for an admiral. It would shame Agamemnon if we sent one of your junior officers. He already complains that we do not pay enough attention to the Greek colonies. No, it must be you! Master, stay here! Nice. Okay. Dann starten wir jetzt mal in den Kampf rein. Man kann schön nah ranscrollen, das finde ich super. Die Toxoten schießen jetzt hier auch schon auf den Kraken. Wo man auch schon die Lebensenergie gesehen hat. Genau, wir müssen uns preparen für mehr Attacks. Wir können auf jeden Fall neue Toxoten ausbilden. Defend Atlantis from Pirates, also wir müssen auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall einige Toxoten und einige Hopliten ausbilden. Ich muss sagen, das Spiel sieht super aus. Also, das ist schon fresh. Klar, es hat auch trotzdem so einen comicartigen Look. Also, es ist jetzt nicht auf fotorealistisch gebaut. Das muss man natürlich auch sagen. Aber es hat halt trotzdem einen frischen, eigenständigen, neuen Look. Und das finde ich besonders gut. So, habe ich noch ein paar? Ich guck mal. Ich habe da noch ein paar Truppen, die ich mal zusammenziehen kann. So, hier haben wir. Jetzt ist hier sogar markiert, wo die Attacke ankommt. Das ist natürlich ein bisschen witzig. Aber die sind jetzt motiviert. Die Toxoten. Ja, wie gesagt, ich werde mit Utwin noch ein paar Multiplayer-Matches aufnehmen, wo wir uns die anderen Völker natürlich nochmal angucken werden. Use them to protect your vulnerable Toxotei. Ja, machen wir auf jeden Fall. Wir bilden auf jeden Fall einige Hopliten aus. Shortkeys funktionieren auch schon ganz gut. If you are running out of a particular resource, you should consider retasking them to gather it. Es gibt auch einige neue Features. Also, ich habe mir schon mal ein paar Videos angeguckt, was so an Neuerungen reinkommt. Bin jetzt noch nicht ganz 100% durchgestiegen. Man muss es einfach auch ein bisschen ausprobieren. Aber da finden wir uns zurecht. Das UI, hier oben sieht man es, ist recht übersichtlich gehalten. Ich weiß nicht, das kann sich natürlich nochmal verändern. Das muss man auch noch dazu sagen, ne? Das ist nur, weil es jetzt so aussieht, heißt es nicht, dass es auch so bleiben wird. Wann das Spiel rauskommt, ist ja an sich der 4. September, aber das sind ja noch 2 Monate bis dahin. Da ist auf jeden Fall noch einiges möglich. Ich lasse Akanthos mal gegen den Helden kämpfen.
Ja, der muss auf jeden Fall... Tja. Also Akanthos muss auf jeden Fall gegen ihn kämpfen. Akanthos hat hier unten auch ein paar Fähigkeiten. Passive Fähigkeiten sehen wir hier. Warcry raises his weapon. Achso, das ist auch eine automatische Fähigkeit, genau. Die haben wir ja jetzt schon gesehen. Oh, sieht auch schön aus, finde ich, die God's Power. So, jetzt haben wir noch ein paar Petro-Bolos bekommen. Ich wusste gar nicht, wie der Name ist, wie richtig ausgesprochen wird. Was ist das hier? Ah ja, hier genau, hier können wir Trupps anlegen. Wenn ich jetzt Steuerung 1 mache, kann ich hier Trupps auf Hotkeys legen quasi. So, vielleicht schaffe ich es, die... Was machst du denn, Akanthos? Du sollst den Kollegen da angreifen. Es sieht halt auch geil aus, wie die... Ja, wie die Gebäude zerstört werden. Also, man hat ja sonst in Ancient Mythology normal dieses Brennen an sich, aber es fallen jetzt auch Stücke ab und so. Ich stehe ja total auf so, ich sag mal, realistisch angehauchtere Physik in Spielen. Finde ich immer super. Und wenn ein Gebäude dann auch richtig cool einstürzt und das halt fresh aussieht, dann ist das auch einfach eine gute Sache. Ah ja, guck mal, hier können wir jetzt noch die Ausrüstung verbessern, das kennen wir auch. Sehr schön, hier können wir noch die Ausbauten in den Watchtowers machen. Wir können auch mal sagen, hier baut mir jetzt mal bitte noch einen weiteren Turm. Hier sehen wir auch eine kleine Range quasi, wo der Turm sich hin verteidigen kann, finde ich gut. Es gibt jetzt mehrfach die Möglichkeit, Fähigkeiten einzusetzen. Das ist jetzt auch eine Neuerung in Retold. Wird es ein Let's Play geben, wenn Retold rauskommt? Yo. das kann ich schon mal sagen. Das wird dann am 4. September spätestens losgehen. Vielleicht kann ich durch Utwin irgendwie schon vorab Zugriff erhalten. Wer weiß. Das werden wir mal sehen. Guck mal, hier haben wir einen Anubita. Den können wir uns mal angucken. Diese blöde Texteinblendung, ne? Die ist natürlich ein bisschen bescheiden, aber gut. Oha, der macht viel Damage gegen die Tuxoten. Ah, das sind hier Slingers. Ja, wir wissen ja, die Piraten wollen ja gar nicht Atlantis jetzt direkt einnehmen. Die wollen ja nur den Dreizack hier klauen, den Trident. Ich wusste übrigens gar nicht, dass das Trident Dreizack heißt. Und wenn ich bei Trident, musste ich immer an Game of Thrones denken. An die Schlacht am Trident, aber ja. Okay. Ist das der letzte Angriff? I don't know. Wir werden sehen. Durch zurück. So, die Schiffe müssen natürlich... Oh, die sind vergiftet jetzt durch den Skorpion. Okay, Kann ich Akanthos Heldenfähigkeit irgendwie nochmal benutzen? Nee, ich kann die wirklich nicht aktivieren. Die ist halt passiv, ne? Kann ich die Gebäude drehen? Ah ja, mit Shift gedrückt halten kann ich die Gebäude drehen. Ach, da ist noch einer. Okay, den holen wir gleich mal noch. Prostagma. Ja, ob das jetzt so notwendig war, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Achso, die Türme sind ja schon geupgradet. Okay, sehr gut. Rüstungen sind schon verbessert. Ein paar mehr Einheiten wären gar nicht so schlecht. Oh, drei? Oh. Die Archer können auf jeden Fall mal sich da mal konzentrieren. Das ist jetzt schon ein größerer Angriff hier. Oh ja, dass die da am Start sind gerade, das ist ganz gut.
Oha! Okay, ich brauche dringend mehr Einheiten noch. Ah, sehr gut, ich habe Verstärkung bekommen. Ich nutze jetzt mal die Götterfähigkeit hier. Das ist ein bisschen größer aufgezogen, also im normalen Spiel kann ich wirklich das nicht so krass in Erinnerung hier. Geil, Alter, das sieht super aus. Ja, Victory. You are victorious. Sehr gut, Dankeschön. Schauen wir mal, ob wir jetzt noch sehen, wie die Piraten mit dem Dreizack wegsegeln. Ladebildschirm? Ja. Man sieht's, sehr schön. Das war's mit Poseidons Dreizack. Another message from Poseidon, Arkantos. His creatures helped the pirates. Father, they stole the tri- What? Yes, it was stolen during the fighting. Camos. There could not be a clearer sign, Arkantos. We are losing Poseidon's favor. We must act. I will go to Troy as you ask. I'm going to get that trident back on the way. Zethos, take supplies aboard and get the men together. We're setting sail. Can I come? No. I need you here in case they come back. Don't worry. This errand will not take long. Okay. Ja. Okay, continue journey, next scenario. Let's go. Wir machen gleich in dieser Folge noch die zweite Mission Consequences, wo wir gegen Camos kämpfen. In der Mission. Ich belasse es bei moderat von der Schwierigkeit her, weil es geht ja jetzt erstmal grundlegend darum. Really was all that was needed to appease Poseidon. Black sails, port side. And it leads us to Camos too. Archers, ready your bows. Prepare to come about. They're going to pay for insulting Poseidon and Atlantis. Yes. Genau. Wie fangen wir an? Wir fangen erstmal mit Nahrung an. You will need to build up and advance to the Castle Age. I have to advance to the Castle Age. So heißt das hier Castle Age. The resources you need to create units, construct buildings and research technologies. To gather resources faster, you must train more villagers. Ja. Also das Spiel erklärt sich hier noch so ein bisschen Tutorial-Style. Soll mir recht sein. Supports 10 Population. Ach so, cool. Das sind schon quasi Gebäude, wenn man so will. So ist das also. Okay. Na dann. Erkunden wir mal die Insel ein bisschen. Und fangen uns mal an, hier aufzubauen. Ordentlich, ne? Geil, es gibt also offenbar auch Einheitenkollision. Das ist schon mal sehr gut. Ja. Wir bilden Houses, I promise. Machen wir. Geil, Schweine haben wir hier oben. Die kann ich schon mal hier runterführen. Das ist sehr gut. Ah, sieht schon schön aus, ey. Macht schon einiges her, muss man sagen. Macht schon einiges her. So, dann machen wir auf jeden Fall... Husbandry, Herd Animals. Ja, genau. Die werden schneller gepiestet. Das heißt, wir kriegen dann mehr Essen aus denen raus. Machen wir also. So, hier haben wir schon einen Turm von Camos. Ich will das jetzt gar nicht rushen hier, ehrlich gesagt. Muss jetzt gar nicht sein. Nur so ungefähr grob mal eine Richtung bekommen, wo wir uns hier lang bewegen müssen. Guck mal, hier sind schon Slingers. Komm, die holen wir uns mal. Frag mich, wie das jetzt mit dem Wald hier ist. Ob man durch den Wald durchkämpfen kann oder ob der quasi als Mauer gilt. Das werden wir noch rausfinden müssen. Ich brauche sehr viel mehr Nahrung. Was haben wir hier? Oh. Ja, okay. Ein Hafen wäre vielleicht sinnvoll. Und irgendwie sowas wie Holz und Gold wäre auch mal ganz gut. Ja, mit sehr viel Holz, sehr viel Nahrung, Leute auf Nahrung, 10 Stück. Das suggeriert mit dieser Zahl da oben zumindest. Okay, jetzt zieh ich mal zurück.
Zum Glück habe ich noch ein zweites Schiff. Das Schiff kann ich mal hier wirklich als reines Scout-Schiff benutzen. Sehr groß war die Map ja an sich jetzt gar nicht. So, ich lasse mal zwei auf Gold und fange schon mal an, ein bisschen was auf Holz zu setzen. Kann ich denn schon sowas wie Militär? Nee, ich muss ins nächste Zeitalter erstmal. Dafür brauche ich einen Tempel, logischerweise. Surprise, surprise, wer hat's gedacht? Tekton. Okay. Ist natürlich schön ikonisch, dass sie die alten Voice Lines benutzt haben. Das ist richtig und wichtig, meiner Meinung nach. Was bedeutet die 35 hier? Achso, die Kosten sind das. Ah ja. Na, sieh mal einer an. Wie viel Holz habe ich? Geht. Könnte mehr sein. Brauch. Send nearby villagers to this location and gather nearby resources. Aha, interessant. Send nearby villagers holding any resources. Cool, also es gibt auf jeden Fall einige neue Buttons. Interessant. Okay. Well done. Now, select your town center and advance to the classical age. Kann ich das jetzt schon? Ja, kann ich. So, ah, coole Aufmachung hier auch. Das gefällt mir, ist hübsch gemacht. Wollen wir Ares oder Hermes nehmen? Also bei Ares haben wir auf jeden Fall die Pest. Und bei Hermes haben wir, aber ich mag Zyklopen, ehrlich gesagt, sehr gerne. 18, 12, ja komm, wir nehmen Ares. Zyklopen, it is. Zyklopen sind halt echt gute Einheiten gegen Gebäude und das kann ich durchaus gut gebrauchen. Und deshalb werde ich auf jeden Fall versuchen, da in der Richtung was zu machen. So, Holz wird schon gut gesammelt. Das können wir auf jeden Fall noch ein bisschen optimieren. So, wir schicken schon mal die Schiffe rum. Die Sache ist, jetzt wo ich das hier gerade aufnehme, spielt Utwin parallel gerade die gleiche Mission. Ich sehe das gerade hier drüben im Livestream, wo ich Utwins Stream gerade verfolge. Weil wir wollen das jetzt quasi parallel zusammen spielen, damit wir beide die 5 Missionen durch haben und dann setzen wir uns zusammen und spielen im Multiplayer weiter. Ja. Ja, das habe ich mitgekriegt, dieses Villager Priority Ding. Wenn wir jetzt Age 2 machen, können wir jetzt quasi hier eine Priorität festlegen, in welchem Maße quasi die Einheiten jetzt hier, also was jetzt quasi fokussiert werden soll. Ich weiß auch noch nicht so genau, was die Farben bedeuten, ehrlich gesagt. Ich weiß es ehrlich gesagt, ich gehe mal auf Economic. Braun bedeutet vielleicht Militär oder so. Nee, Rot bedeutet Militär. Ich weiß nicht, was die Farben bedeuten, ehrlich gesagt. Kann es noch nicht so genau sagen. Also ich habe jetzt Villager Priority auf Economic gelegt. Ich weiß aber nicht, was die Alternative wäre. Also klar, Economic ist halt so das A und O. Die sollen halt wirtschaftlich sein. Alles andere würde ja auch sowieso gar keinen Sinn ergeben, finde ich. Aber möglicherweise finde ich das noch raus. Construct a military academy and an archery range to create them. Ja, ich brauche unbedingt eine. Machen wir zwei Militärakademien. Tekton. Und wir machen mal. Ach, geil. Es gibt jetzt quasi keine festen Dorfzentren mehr. Man kann jetzt selber Town Centers bauen. Construct a villager center here or place over a settlement to a constructed town center. Es ist ein Unterschied, ob du jetzt ein villager center oder ein town center baust. Town centers are stronger, work faster and support population. Interessant. Cool. Ah, es kostet Gold. Interessant, aber ich will es machen. Ich will es machen, ich will das sehen. So, ich muss unbedingt auch mehr Dorfbewohner rausholen, die mehr Essen sammeln. Naja, aber jetzt schon eine ganz nette Truppe da auf jeden Fall. So, was haben wir hier? Phobos Spear of Panic. Ja, Oblitten adds 1 Melee Attack Damage Divine. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ich muss mal Utwin später fragen, ob der das so ein bisschen durchschaut hat, wie das funktioniert. So, hier kann ich ein Torhaus erstmal reinsetzen, das machen wir. So, ein paar Tox. Ja, das müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Also,
Shit, ich brauche irgendwas anderes. Holz. Pass auf, wir nehmen ein paar von den Toxoten, nehmen wir mal raus. Und bauen jetzt hier auf jeden Fall ein Schiff mal hin. Also einen Hafen meine ich, logischerweise. So, Nahrung habe ich jetzt eigentlich echt gut. Also, das sieht gar nicht so schlecht aus. Wir könnten jetzt mal gucken, dass wir Holz mal ein bisschen optimieren. Und gleich auch schon mal ein paar Felder anlegen. So, das würde ich jetzt schon mal machen. So, hier haben wir auf jeden Fall einen Scout. Turn on Autoscouting. Ja, bitte, ey. Geil, Autoscout ist so eine schöne Sache. Ich bin so froh, dass es das wieder reingeschafft hat hier. Ein großer Fan vom Autoscouten. Die Mucke klingt auch fancy modern. Was sie mit der Musik gemacht haben, gefällt mir. Ich hoffe, es wird dieser Soundtrack irgendwann erhältlich sein. In irgendeiner Art und Weise. So, wie sieht's mit Gold aus? Ah, könnte besser sein. Holz ist gerade so ein bisschen problematisch, ne? Komm, wir schicken mal ein paar hier zum Holzfarm hier hinten hin. So, okay. Und wir schicken jetzt schon mal los. Und zerstören jetzt hier schon mal... Hier ist Kamos Town Center. Ich würde... Oha. Ah, das waren die drei am Anfang, vom Anfang, ne? Die mich verfolgt hatten da. Ja, wie gesagt, ist noch eine Beta, ne? Dass da manche Sachen noch nicht so gut funktionieren. Ach, der hat sogar überlebt. Guck mal an. So, ich kann auf jeden Fall noch zwei Zyklopen dazu holen. Das mache ich einfach mal, weil... Ich glaube, dass das... Ach, guck mal, zwei Schweine hier. Geil, guck mal, wie fett die mittlerweile geworden sind. Nice. Die wurden mir weggenommen, glaube ich. So, jetzt brauche ich neue Hütten. Bauen wir es einfach mal. Sehr schön. Wir haben doch schon eine ganz gute Truppe zusammen hier. Steinmauern sind jetzt auch geupgradet. Sehen auch gut aus. Wird mir jetzt hier also erstmal helfen. Nee. Ja, aber Holz. Holz ist wirklich durchaus ein Problem. Ich muss jetzt nochmal dieses... Das Ding hier muss ich nochmal bauen. Aber dafür brauche ich Holz, was ich nicht habe. Ich muss wissen, wie dieses alternative Dorfzentrum funktioniert. Ein paar Sachen sind offenbar noch ein bisschen buggy. Was ist das jetzt hier? Ich habe irgendwas gesaved. Ach, ich habe so ein... Ah, ich habe so ein Seepferdchen gesaved. Geil. Jetzt habe ich noch einen weiteren Scout bekommen, kann das sein? Ich habe es jetzt gerade nicht wirklich schnell erfassen können, nicht wirklich schnell sehen können. So, wie funktioniert dieses Dorfzentrum? Ich muss mir das mal angucken. Wenn ich das quasi auf ein freies Dorfzentrum setze, dann, so wie ich das verstanden habe, funktioniert das als normales Dorfzentrum weiter. Aber das ist schon OP, wenn man quasi jetzt noch ein extra Gebäude hat, was quasi extra nochmal Dorfbewohner rausholt. Das ist schon strong, muss man sagen. So gut, dass ich meine Einheit dann nochmal stationiert hatte. Ah, das sind Helden, die untätig sind theoretisch, und Einheiten, die untätig sind. Untätig. Interessant, dass ich... oh, ah, Atlanta. Kann man nochmal holen? So. So, aber ich will, bevor ich jetzt angreife, hole ich mir noch das Wissen jetzt über das Ding hier. Weil rein theoretisch kann ich das doch sicherlich auch als Kornspeicher benutzen, oder? Komm, ich repariere mal die Schiffe. Ach nee, ich kann die da einquartieren? Man kann die einquartieren? Ja, aber ich... Ich will... Hier, reparieren. Ich kann ihn nicht reparieren, glaube ich, oder? Ich dachte, man kann so Schiffe reparieren eigentlich, aber... Offenbar nicht der Fall. So, jetzt hast du hier nochmal ein extra Dorfzentrum tatsächlich. Das arbeitet zwar nicht so effizient wie ein richtiges Dorfzentrum, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, aber ist trotzdem sehr cool. Und es bringt natürlich auch keine Population. Also so gesehen hat das schon einige Nachteile, aber
Hey, immerhin. So, schicke ich mal meine kleine Mini-Flotte da hinten mal hin. Ich darf das nochmal machen. Kostet mich 35... Halt 35... Gunst ist das, glaube ich, heißt der Wert. Gunst. So, ich kann auf jeden Fall noch eine Schmiede gebrauchen. Ja gut, bei den Bärendingern brauchst du jetzt hier nicht helfen. Aber ja, noch ein bisschen mehr Gunst erbeten wäre gut. Okay. Naja, dann greifen wir doch mal an. Die Zyklopen. Die gehen natürlich vor. Und greifen den Turm an. Das ist wichtig. Aber die sehen cool aus, die Zyklopen, gefallen mir. So, die sollen sich unbedingt auf diese Türme konzentrieren. Die Frage ist, kann ich die Pestilenz nochmal benutzen, wenn ich die jetzt einmal benutzt habe? Ja, die kostet 65 Gunst danach. Okay, also man ist das mit der Gunst lohnt sich jetzt also noch viel mehr zu beten. Es lohnt sich viel mehr zu beten. Das ist sehr, sehr gut. Auf diese Art und Weise kann man halt auch wirklich sehr viel mehr mit mythologischen Schwerpunkt spielen. Das hatte man ja vorher bei Age of Mythology so ein bisschen, also es ging schon, aber es hätte besser gehen können noch mehr. Und sowas finde ich cool, so wird das auch ein bisschen mit eingebunden. Das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. So, dann machen natürlich alle Upgrades nochmal. Soweit wie es halt geht. Ist nicht unmöglich, dass wir es jetzt hier nicht schaffen vielleicht. Oh, die Zyklopen sind jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser geworden. So, ich will auf jeden Fall noch ein paar Truppen mehr haben. Naja, ich brauche jetzt mehr Gunst. Seine Schweine. Geil. Hier sehe ich auch meine Villager-Anzahl. Das ist ganz gut. Ah, ich habe. Es gibt 13 Häuser Maximum. Okay. Mehr ist also nicht drin. Das ist gut zu wissen. Ich frage mich, wie es dann im Multiplayer geregelt ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, der Turm hat bis gerade noch die ganzen Schiffe hier zerstört. Kann das sein? Ah ne, der Hafen schießt zurück, okay. Nevermind. So. Okay. Sieht ja gut aus. Und die Formationen sind auch klar. Das ist klasse. Also mein erster Eindruck bisher. Sehr positiv, muss ich sagen. Ist sehr positiv. Hier können wir auch die Helden ausbilden und die Verbesserungen noch vornehmen. Ja. Gefällt. Ich muss nur noch überlegen, wie ich es mit der Steuerung mache. Zurzeit liegen meine Finger auf Q und A. Quasi für die Hotkeys. Beim Ausbilden von Gebäuden. Ja. Wir sind victorious. So, schauen wir mal uns das Video an. Kentos, your luck will end. And I will be there to see it. Your head will hang from my mast, Atlantean. At least one of Poseidon's children still favors our enemies. Load the Trident aboard the transport. We'll send it back to Atlantis immediately. Tja, und am Ende des Tages war es alles nur eine Falle möglicherweise. Gut, dann sage ich an der Stelle aber mal vielen Dank fürs Zusehen. Das war jetzt hier die erste Folge, wo wir die ersten zwei Missionen gespielt haben. Die werde ich jetzt sofort hochladen und direkt auf YouTube hoffentlich freischalten. Die nächsten Folgen zur Kampagne hier werden dann wahrscheinlich im Laufe der nächsten Tage kommen. Also ab morgen wird es dann das erste Multiplayer-Video mit Utwin erstmal geben. Die werden jetzt Samstag, Sonntag, Montag kommen. Und danach geht es mit der Kampagne auf jeden Fall weiter. Da werde ich noch die nächsten zwei Missionen auf jeden Fall spielen. Ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen, liebe Freunde. Für mehr Age of Mythology Content, lasst hier gern Abo und Like auf diesem Kanal da und wir sehen uns wieder. Macht's gut, bleibt gesund und ciao.